vom Studium her und haben gleich im ersten Semester gedacht, ach Mensch, das passt gut mit den Stimmen, wir wollen ein Duo gründen. Und Nikolai haben wir dann vor 2 Jahren, unglaublich, ja, vor 2 Jahren haben wir ihn kennengelernt. Und dann hat die Zusammenarbeit einfach gepasst und wir wollten das immer weitermachen. Diese klassische Musik häufig so wahnsinnig steif und wir wollten das eigentlich so ein bisschen durchbrechen. Also wir wollten nicht, dass es so typisch gemacht wird, wie man halt klassische Musik präsentiert, und wir dachten, wir können das einfach mal probieren. Wie kommt das an, wenn wir vielleicht ein bisschen lustig sind? Und das hat sich dann über die Jahre entwickelt und jetzt können wir uns das eigentlich kaum noch ohne vorstellen. Sind der Meinung, dass Klassik allein uns nicht reicht. Klassik machen viele, aber die Verbindung von Klassik und Komik ist halt etwas Neues, denke ich zumindest, was immer neu umgesetzt werden kann, und deshalb Klassik und Komik, ich glaube, das ist eine gute Kombination. Das ist der Lied, die dass es sich unterscheidet durch diese Moderation, die wir mit einbauen, und auch, dass wir eine kleine Geschichte daraus machen. Also wir versuchen nicht einfach stumpf das Programm vorzutragen und zu sagen, ja, das Stück ist aus der Operette so und so. Thank you.
möchten, dass dieses Gefühl rüberkommt des jeweiligen Stückes, aber schon im gesamten Kontext. Also es soll nie jedes Stück für sich stehen, sondern wir möchten gerne eine weite, umfassende Geschichte damit erzählen. Opernprogramm machen, sondern auch Operette, Musical, Pop miteinander verbinden und dazu dann noch komische Elemente nehmen und Szenen. Insofern ein ganz eigenes Stück neu schaffen, das im Crossover-Bereich liegt. Was ich heute Abend gehört habe, so wie es rübergekommen ist, es war eine tolle Stimmung und es hat mir ausgesprochen gut gefallen. Die Künstler waren richtig klasse. Wunderschön war die liebevolle Musik, die einem schon zu Herzen geht. Oh, mir hat es sehr gut gefallen, die alten Lieder wieder zu hören, die ich seit meiner Jugend vorwärts und rückwärts kann. Man muss nicht immer Hardrock haben, sondern auch mal etwas, was ins Herz geht. Okay, nochmal. Ja, bitte. Frag das jemand anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, hallo, hallo. Keine Ahnung. Und mir ist noch nie was Lustiges im Konzert passiert. Vivi Paris. Vivi Paris.